Grüße, meine lieben Freunde, Anton ist wieder da. Fahrzeug 11. Dieses Video, stopp, 5, stopp, 5. Richtig. Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Emergency 4 Mods. Wir sind zurück in Bieberfelde, weil ich, eigentlich wollte ich die Ella Hagen Mod machen, also die kleine Polizei-Mod-Dingsbums da. Aber dann ist mir eben gerade aufgefallen. Ups. Du hast sie ja noch gar nicht. Du müsstest sie dir runterladen. Tja. Verkackt, Anton. Da habe ich mich jetzt einfach mal kurzzeitig dazu entschlossen. Einfach mal zu sagen, ja. Machst du nochmal Bieberfelde. Und außerdem, Leute, das hier ist ein besonderes Video. Denn es ist das erste Video auf diesem Kanal, nachdem wir die 1000 Abonnenten erreicht haben. Ein riesengroßes Dankeschön an alle Abonnenten da draußen, die unserem Kanal gefolgt oder abonniert haben. Uhuhuhu. Ja, ich bin immer noch geflasht, das war gestern mittlerweile. Achso, und übrigens, es tut mir übel leid, dass in der letzten Woche kein Video kam. Ich bin ja schon wieder seit einer Woche aus dem Urlaub zurück und am Arbeiten. Und ja gut, so 3 Wochen Urlaub, die haben meinen Schlafrhythmus sowas von den Arsch gemacht, dass ich gefühlt nur gearbeitet und geschlafen habe die letzte ganze Woche und somit nicht zum Aufnehmen gekommen bin. Ja, so letztendlich war doof. War doof. Aber naja, man will sich nicht beschweren. Jetzt gibt's ja wieder eine kleine Video. Aber nur eine kleine. Und außerdem, wenn ich schaffe, kommt diese Folge hier sogar noch am Montag. Hallo. So. Fahrzeug auf dem Weg. Und absetzen. Ja. Du Schlauch. Verstanden. Du Schlauch. Bist du? Was gibt's? Genau. Auf dem Weg. Du kurbelst an den an. Nein, du startest den, du steigst Fahrzeug ja nicht ein. Ja, so, du gehst ungefähr nach da und setzt einen Verteiler. Danke. So, und außerdem, neue riesengroße Ankündigung. Wenn ihr jetzt mal genauer in die Videobeschreibung guckt, der erste Link ganz oben, kommt ihr zu unserem Spreadshirt-Shop und könnt euch alles kaufen, was ihr wollt. Denn wir haben uns jetzt gedacht, ja, 1000 Abonnenten. Was machen wir zum Abo-Special? Daher, dass ich ein sehr unkreativer Mensch bin, habe ich mir gedacht, oder haben wir uns... Wieso bist du da? Bin unterwegs. Haben wir uns gedacht, ja, machen wir einfach mal ein paar Sachen, die euch eventuell gefallen könnten. Also, ein bisschen... Was macht der denn da? Ein bisschen Merch. Schon unterwegs. Geht immer, finde ich. Also, wir haben ein paar Pullis uns ausgedacht und so weiter und so fort. Guckt einfach mal in die Videobeschreibung, guckt es euch an. Unser neuer Fanshop. Ja, weil ich bin, wie ihr wisst, ein sehr unkreativer Mensch und habe immer keinen Plan, was ich machen soll, um euch zu begeistern. Aber naja. Fahrzeug 20. So ist der Anton halt, ne? Ihr kennt ihn nicht anders, so war er schon immer, so wird er immer bleiben. Ein scheiße unkreativer Fahrzeug Mensch. Fahrzeug 34. So, Charles. Höre. Nein, nicht ins Gebäude gehen. Minus. Ja, das war's. Gut, das war's fürs Video. Haut rein. Tschüss. Nein, Scherz. Scherz, alles gut. Keine Sorge. Whisky, schon unterwegs. Das Video wird jetzt auch ein bisschen länger gehen, denke ich mal. Ich denke, also hier 5 Minuten. Pff, als ob ich hier nur 5 Minuten mache. Ich glaub's ja wohl. So, das traut ihr mir doch nicht schon zu. Schon unterwegs. Oder? Nein, stopp. Du musst erst die Feuerwehr rauslassen. So, jetzt. So. Schon unterwegs. Ach, Leute, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Ich war ja im Urlaub, ne? Ich hatte ja 3 Wochen Urlaub. Eine davon war ich auch, bin ich weggefahren. Letztendlich hat sich herausgestellt, ja, du hast deinen Urlaub sehr genossen, Anton, und hast dich, ja, eine gute Woche fast nur gelangweilt. Naja, ich hab's überlebt und es war auch ganz schönes Wetter und so und hat auch Spaß gemacht, so mit der Familie und so. Aber naja, ich glaube, ich werde langsam zu Eis für den Scheiß. Ja,
Zu alt für den Scheiß. Hallo. Geht das? Hallo, was für das? Ist kaputt. Geht nicht. Whisky. Bauen wir nochmal ab. Nein, nicht Status 1. Oh Mann. Und aufbauen. Ist das kaputt? Ist das kaputt? Doch, jetzt geht's. Da ist das Dreieck, was ich gesucht habe. So. Ach, Leute. So, jetzt warten wir auf den Schlepper ab. Da kommt er auch schon. Und dann schleppen wir das Auto mal ab. Und dann gucken wir mal, was uns hier noch so erwartet in der wunderschönen Welt von Bieberfelde. Und gucken einem Motorradfahrer zu. Und nein, das machen wir nicht. Obwohl, können wir eigentlich mal machen. Wir verfolgen. Halt, stopp, hier spricht die Polizei. Fahren Sie links ran. Auf, falsch rum. Fahren Sie rechts ran. Nein. Okay, dann doch nicht. So, jetzt mache ich erstmal hier die Autobahn ein bisschen frei. Und zwar, wenn ich richtig liege, diese Spur. Ja. Boah, Anton, du bist echt der Wahnsinn. Whisky. Der Wahnsinn bist du. Weißt du das eigentlich? Du bist echt cool. Also, denkst du zumindest, Anton. Nein. Also, Leute, ich weiß immer noch nicht, was ich sagen soll, ne? Ich bin so geflasht. 1000 Leute, ne? Das muss man sich mal überlegen. Ich glaube, das Beispiel hatte ich schon mal gebracht. Auf meine damalige Schule, wo ich vor einem Jahr noch gegangen bin, waren irgendwas bei 200 Menschen. Und wenn die so alle auf dem Haufen standen, das sah schon echt viel aus. Und das sind jetzt 5-mal so viele Menschen. Das ist eine sehr große Menschenmasse. Wisst ihr das eigentlich? Könnt ihr euch das vorstellen? So 1000 Leute. 1000 Leute, das geht, glaube ich, noch, wenn man nachher so 10.000, 100, eine Million, weißt du, wenn man so überlegt, eine Million Abonnenten. Deutschland hat 82 Millionen Einwohner, also müssen bei einer Million Abonnenten hat jeder 82. hat dich abonniert. Das wird bei mir bestimmt nie eintreten, aber man weiß ja nie, ne? Fahrzeug 20, man weiß ja nie. Fahrzeug 9. Hallo? So, ich will das Auto hier mal debuggen, das da. Danke. Whisky. Naja, als ob man heutzutage noch groß wird. So, ihr könnt nach Hause fahren. Guti. Wollen wir mal in die Debug-Leitstelle gucken und was wir da so für Einsätze haben? Fahrzeug 9. Hallo, Fahrzeug 9. Fahrzeug 9. Was haben wir denn hier so? Betrunken, Mord, Krankentransport, Sturm. Wollen wir einen Sturm machen? Nein, wir machen keinen Sturm. Ölspur, angemeldete Demo, Schrothändler. Personenrettung DLK, zufälliges Feuer. Zufälliges Feuer ist auch immer gut. Das ist kein Feuer! Oh, wieder der Einsatz. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen einmal die 2 und zwar den Rüstzug. Die 5. Dann brauchen wir noch ein bisschen Rettungsdienst. Kommt die beiden hier, müsste reichen theoretisch. Dann hätte ich gerne noch eine Polizei von hier. Den. Und den. Waldbrand! Gut, dass sie. Was habe ich jetzt hier ausgewählt? November. Den. Schickst du mal nach da. Wo brennt's denn? Hier brennt das irgendwo. Wo denn? Wo denn? Oh! Du postierst dich da und du postierst dich da. Tatu, tata. Rüsten die sich halt hier. Ja gut, die beiden kümmern sich darum. Die Wache 2 macht den Einsatz. Ne? 2 Einsätze direkt nebeneinander. Wuhu! It's just me, myself and I. So wrong till I die. Ja, Anton, hör auf zu singen. Du kannst es einfach nicht. Hör auf damit. Oh, du regst mich auf. So. Du nach da, du nach da. Absitting, absitting. Du baust deinen Kran auf. Nein! Aus der Stange. Müssen die dazu drin sitzen? Ja, tatsächlich. Ich hasse Polizeieinsätze, habe ich das schon mal irgendwann gesagt? Ich hasse Polizeieinsätze. Schon unterwegs. Fahrzeug 20. Fahrzeug 20. Bleibst du hier? Fahrzeug 26. Noch da. Bin unterwegs.
So, als erstes mache ich hier einen Verteiler hin mit Riegelstellung. Fahrzeug 20. Bin unterwegs. Dreh mal um und stell dich direkt davor. Fahrzeug 26. So. Fahrzeug absitzen. 20. Ihr 2. Ja? Ne, ihr 3. Bitte mit P. Was macht der denn da? Ja, kommst nicht durch, oder was? Oh, Leute. Ich brauch mal einen Rettungswagen. Fahrzeug 29. Nee, der kann. Doch, der kann, aber ist egal. So, hier hin bitte. Du musst nach hier unten mittlerweile schon. Oh, der hat noch. Eine Funschel hat er dabei. Hebt den mal an. So, seid ihr jetzt. Nein, seid ihr nicht. Ja? Ihr sollt euch mit PA ausrüsten. So. Ihr beide, Schlauch. Wird ausgeführt, ja? Fahrzeug 20. Du kannst auch mal einmal so einstellen und so. So, du kuppelst an den an bin und unterwegs. Du kuppelst an den an. Du machst Maschinisten und ihr drei holt euch einen Nee, ihr zwei holt euch einen Schlauch. Verstanden. Schlauch. Du gehst nach da und du gehst nach da. Bin unterwegs. Du kannst du da reingehen? Geh mal da auf rein. Auf den Weg. Leg mal einen Verteiler. Hätte ich hier gerne eine Riegelstellung, damit da nichts passiert. Unterwegs. Tür ist kein verschlossen. Problem. Ja, mach ich dir halt auf. Ziehfix-Koffer holen. Höre. Auf den Weg. Nein, du bist der da reingeht und du bist die Riegelstellung. Hoi, ich bin die Riegelstellung. Schönen guten Tag. Nett, Sie kennenzulernen. Bin unterwegs. So, einmal hier. Fahrzeug 29. Verkackt. Jupp. Wo ist er denn? Das ist ihm nicht, ne? Ach nee, guck mal, da steht er noch. Unterwegs. Alter, wie doof der ist. Anstatt, dass du voll Fluchten tust. Ja? Bestätige. Das Gebäude ist verschlossen. Wir müssen die Tür mit einer Axt aufbrechen. Das kriegen wir hin. Hallo? So, steigt mal einer aus von euch beiden, bitte. Geht das nicht? Du steigst wieder ein und du holst dir jetzt bitte eine Schere. Dort gemacht. Danke. So, du holst dir deinen Rettungsrucksack. Du schneidest das Auto auf. So. Nein, sobald wir unsere Waffen rausholen, wirst du ganz kleinlaut. Ja, dann leg den wieder zurück. Geht das? Sofort. Und hol dir eine Axt. Bin unterwegs. Ach ja. Schon unterwegs. Bin gespannt, was da drin brennt. Weißt du, ich mach die Tür auf und mach das übel bumm. Sofort. Wäre lustig. Wäre lustig. Fahrzeug 29. Yes, of course, das wäre lustig. Aber naja, das wollen wir mal nicht heraufbeschwören, ne? Fahrzeug 29. So. Zack. Höre. Wird gemacht. Ah, mein Kopf juckt. Auf November. Arschloch. Juckt der einfach. Glaub's ja wohl. So, leg doch mal dein Ding ab hier. So, du kannst auch mal dichter kommen. Und ihr könnt einmal einsteigen wieder. Leg den doch jetzt mal ab hier. So, Tür ist offen. Du gehst ins Gebäude vor. Geht nicht. Bin unterwegs. Was wird gemacht? Geh mal ins Gebäude. Kannst du den Sack da rausholen? Ja. Wird ausgeführt. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ah! Guck mal, der hat magische Kräfte. Schieb den mal nach hier vorne, da kann der schön abgelöscht werden. Ja, bin unterwegs. Wenn es geht, nicht neben das Auto. Höre, schon unterwegs. Wird gemacht. Kann ich gar nicht. Hol dir mal einen Feuerlöscher. Wird umgehend durchgeführt. Auch wenn die so scheiße laut sind, ich mag die ja nicht, ne? Was gibt's? Fahrzeug 29. Die sind immer so schön laut. Die sind nicht scheiße laut, die sind schön laut. Hast du hier einen Feuerlöscher gehört? Ja. Ja. Geh mal löschen. Oh, die ist tot. Los geht's. Puh, Anton, kannst du hell sehen? Woher wusstest du das? Ist nicht der Rede. Nein, ich habe Emergency 4 studiert und weiß, dass wenn die sich hier nicht mehr bewegen, die tot sind. In der Regel zumindest. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber naja. Machen wir die Straße frei. Du kannst wieder nach Hause fahren. Patient ist verstorben. Muss ich die Kripo holen? Wird umgehend durchgeführt. Polizei. Wieso ist der hier eigentlich nicht gekommen? Yankee 3. Ah, da reicht auch der hier. Komm, zack. So, Wache 2. Wache 2, ne?
geschlossen sammeln und Abfahrt. Rettungsdienst verbleibt vor Ort. Und ja, du steigst mal kurz in dein Auto an, lass die Leiche da ruhig liegen. Bah, Anton, wie eklig das. Mach das jetzt aus, das Feuer. Und außerdem habe ich momentan Zahnschmerzen und ich weiß nicht wieso. Fahrzeug 29. Wieso braucht er denn jetzt Notarztbegleitung? Oh Mann, oh. Das ist Mobbing. Fahrzeug 24. Mobbing. Mob. Okay, warte mal. Du übernimmst den Einsatz. Der ist ja quasi gleich um die Ecke. Und gerade frei. Tatütata. So. Uniform. So, du holst einmal das und einmal das. Was? Ja, er ist gestorben, ich weiß. Du steigst da ein. Warte, Leute. Ich hasse Randale. Oh, Leute. Wisst ihr doch, wieso macht ihr sowas? Wo denn dahin? Nee, komm, du musst zu den Randalen hin, weil du, glaube ich, schneller da bist. Auf dem Weg. Tatütata, tatütata. Mach das jetzt aus. Oh. Nimm. Ah, ich weiß. Hehehe. Guck mal. Bring den scheiß Feuerlöscher weg. Lalalalalalalalala. Siehst? Siehst? Wie schnell das geht. Man braucht bloß ein paar Schläuche. Ja, bestätige. Ach, ja, schon unterwegs. Du bist wieder mal nicht ausgelastet und wahrscheinlich noch dazu müde. Denn, ja. Denn Müdigkeit ist jetzt seitdem ich wieder arbeiten bin, total so ein Dauerzustand bei mir. Das ist schlimm. Ich bin vorhin von der Arbeit gekommen. Ah, heute nimmst du auf. Heute bist du voller Motivation. Setze ich mich an den PC. Guck ein Video. Ein Video habe ich geguckt. Irgendwas passiert. Jawohl. Anton nickt ein. Erstmal so eine halbe Stunde im Sitzen gepennt. Übel lustig. So, ich brauche mal einen Rettungswagen hier. Aber ich nehme den hier, weil ich glaube, dass der schneller da sein kann. Hallo? Den hätte ich gern. Alter! Okay, sorry. 5, 1, 2, 3. Also 3? 1, 2, 3? Was? Roger. 1, 2, 3. 4, wo ist der 5 da? Was habe ich hier 5? 5? Wo liegt denn der 5 da? 5 da, wo bist du? Schön, dass ihr da seid. Ich brauche hier noch 3 weitere. Und ein Notarzt wäre auch nicht schlecht. Glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ihr beide erstmal Notfalltäschchen. Ja, du kannst erstmal unterwegs. Wieder gehen. Du kümmerst dich um den. Was gibt's? Der Attentäter wird später sich drum gekümmert. Wo liegt denn hier der 5? 4, okay, alles gut, alles gut. Hat sich geklärt. Hat sich geklärt, Grube. Guten Tag, ich bin die Claire. Fahrzeug, wie heißen 24, Sie denn mit Nachnamen? Das will ich nicht sagen. Sagen Sie mir jetzt Ihren Nachnamen. Ich heiße Grube. Ach du Scheiße. Also, Claire, falls du das siehst. Es soll keine Beleidigung gegen dich sein. Ich finde das bloß irgendwie. Wenn ich Grube mit Nachnamen heiße, nenne ich mein Kind doch nicht Claire, oder doch? Weiß ich nicht. Das wäre. Fahrzeug 20. Übel der Fail. Weiß ich nicht. Würde ich nicht unterstützen. Würde ich mir. Wäre ich das, würde ich mir den Namen ändern lassen, wahrscheinlich. So, ihr nehmt euch den da hinten vor. Den Assi da. Ja, ich habe auch nicht richtig hingeguckt, aber was ist hier explodiert? Das hätte ich gern gesehen. Das hätte ich echt gerne gesehen. Ja? So. Bin unterwegs. Entschuldigung, das wollte ich nicht. War nur mit voller Absicht. Absitzen. Was gibt's? Ihr holt euch einen Rettungsrucksack und wie geht's dem hier? Dem geht's super. Dem geht's super. Dann kümmert ihr euch um den und du holst dir das. Du holst dir eine Trage. Du steigst da ein. Wie geht's dem hier? Ja? Damien? Oh, dem geht's auch gut. Hallo? Hallo? So. Fahrzeug 32. Ja, das Doofe ist halt hier
die Hitbox von der Minimap ist größer. Also die geht ja bis hier unten, bis da. Bis zum Öffnen-Schließen-Teil. Weil im richtigen gibt es hier ja noch Auswahlsachen. Aber die gibt es ja hier nicht. Und da ist die Hitbox größer als die Minimap an sich. Und wenn man dann hier oben so tippen will, geht nicht. Das geht ja gar nicht. Fahrzeug 32, ja. So, du holst dir den. Wird umgehend durch. Du verfrachtest den in den rein. Du nimmst dir den mit. Ist der schon voll? Durchgeführt. Ja, und das um die Uhrzeit also. Nee, 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 ja? Gibt's nicht. So, ihr zwei Beide in den da rein. Auf dem Weg. Und du 24, steigst mal ab Uniform und du steigst gemacht. Aus. Also ja. Andersrum, ne, der steigt ab und der steigt aus. Du holst dir mal einen Rettungsrucksack und versorgst den da. So, du noch. Yeah, Soundbug. Wuhu, Soundbug. Warte kurz, das können wir beheben. Fahrzeug 9. Jetzt gehe ich mal nach hinten. Und dann drücke ich. Drücke ich ganz einfach so. Da. Sound wurde debuggt. Werden alle Sounds einmal geresettet. Okay, Polizei und Motor. Fahrzeug 32. Adadipös! Adadipös! Hören! Adipöser Patient. Stark adipöser Patient, würde ich fast behaupten. So, du kannst Drei. Mal. Weiß nicht, ihr setzt mal ein Stück zurück. Auf dem Weg. Oder dreht um, das geht auch. Und dann kommen die dann noch weniger durch. Fahr mal nach da auf so. Auf dem Weg. Nein, du fährst jetzt nach hier so. In etwa. So, da warten wir auf den auf den, na, ihr wisst schon auf wen. Na, auf den. Wird umgehend nein, in den du steigst in den ein. Und du steigst ja? auch in denen. Das ist theoretisch lustig. Der Fahrer vom Motorrad steigt jetzt da ein. Wie fährt denn das Motorrad? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. So, hier Gefängnisklinik. Hallo? So, alles da, was du brauchst! Ah, geht also nicht. Drei. Habe ich mir doch gedacht. Ja, weil wenn der Fahrer damit fährt, wie soll sein Auto fahren, ne? Ohne, dass es fährt. Okay, das war irgendwie unlogisch. Aber ist egal, ne? Wen interessiert's? Wen interessiert meine Logik? Darf ich das mit dem wissen? Ihr guckt mich doch bloß, weil ich manchmal so total den Durchblick habe. Nicht. So gar keinen Durchblick meistens. Prost. Oh Gott. Ich hab die halbe Flasche durchs Zimmer geworfen hier. Drei. Bin unterwegs. Fahr dahin. Steigst auf dein Moped auf. Drei. Du steigst da ein und du steigst da ein. Auf dem Weg. Drei. So, und denn jetzt? Ab dafür. Ja, jetzt geht's. Siehste wohl. Partybeleuchtung. Hier, das will ich jetzt aber mal machen. Fahrt mal alle hintereinander her. Drei. Als erstes mache ich die beiden Fahrzeug an. 24. Geil, eine Kolonne. Eine Kolonne. Ändere mal dein Ziel kurzfristig. Das geht? Sein Ziel einfach so. Absetzen. Fahrzeug 32. Sorry, wir haben Fetten. Das war ja. Nett. Auf dem Weg. Sorry, wir haben. Anton, du bist wieder so sozial, ja. Alter. Dabei bist du selbst nicht gerade ne, so dünn. Ja? Also dünn bist du nicht. Fahrzeug 32. Das weißt du, ne? Du bist eher so. Ein bisschen mehr und du zählst unter die Kategorie, so 2-3 Kilo mehr und ich muss mit dem Ding transportiert werden wahrscheinlich, ne? Ich hasse Polizeieinsätze! Let's go mit mir! Jetzt knallt er auch noch wahllos durch die Gegend! Ich glaub's ja wohl! Das ist ja wie die Dorfschlampe! Die knallt auch immer wahllos durch die Gegend! Für alle, die es nicht verstanden haben, ist auch besser so. Ja gut, so. Nein, falsch. Da. Hat er schon ein Auto kaputt gemacht? Ja, ne Wollingen, ne Fab. Hören. Okay. Fahrzeug 18, hören. Ich wollte gerade die Feuerwehr rufen, aber hat sich. Official? Versteck dich mal dahinter. Nein! Mach doch mal hinne! Alter, wie dumm du bist! Hören. Jawohl, bin unterwegs. Guck mal, kaum. Oh, mein Auto ist kaputt. Oh Mann. So ein Assi. Alles Assis.
Oh, macht der ja auch noch mein Auto kaputt. November. Welche waren das? Weiß das eine? Scheiße. Warte mal. War das der hier? Ich glaube ja, ne? Kaufen. November. Du hältst mal kurz hier zwischen. Schon unterwegs. Ja, mein Auto ist wieder da. November. Wo ist er denn? Da drüben. Ich hätte gern so ein Tool, dass man da raufklickt und die Arbeit von selbst machen. Höre, steht halt die Fresse. Ja, so besser so für dich. Oh, Leute. Ja, November. Ich muss mal theoretisch. Hat der 4 Plätze? Jupp. Nein. Alarmier den mal. Ach, scheiße, da können ja den trotzdem nicht zweimal. Mann, oh. Ja, schon unter November. Wie kriege ich die denn da jetzt weg? Höre. Zuerst holst du mal 2 ASFs. Ja. Guck, die passen da doch theoretisch gar nicht rein. Ich teste es einfach mal. So, ihr könnt direkt nach Hause. 2 Verbrecher in einem Auto. Schon unterwegs. 2 Verbrecher in einem Auto. Schon unterwegs. So, wo liegt der denn? Scheinbar im Haus an der Ecke. Oder in dem? Warte mal. Nee, Haus an der Ecke. So, da fährt am besten mal das LRF, weil die direkt Technik zum Öffnen von Türen drauf haben. Auf dem Weg. Könnt ihr da einsteigen? Nein, keine Pylone holen. Sollst du einsteigen? Geht nicht. Ja. Ja gut, dann seid ihr jetzt die Streifenpolizisten von der Kreuzung hier. Wenn hier was passiert, dann seid ihr die Ersten vor Ort. Ist ja auch schön. So, was haben wir denn noch offen? Amoklauf, der wird gleich abgearbeitet. Gewaltverbrechen, das ist LRF auf dem Weg. So. Fährst mal ein bisschen da durch. Baust deine Tafel auf. Und steigst aus. So. Ja? Ganz schnell so und du holst dir den Ziefix-Koffer. Falls zu sein wird, wovon ich ausgehe. Das Gebäude ist verschlossen. Ja, wir müssen die Tür mit einer Axt aufbrechen. Ja. Das Gebäude ist verschlossen. Wir müssen die Tür mit einer Axt aufbrechen. Achso, hat er ja schon gesagt, ob noch ein Held. Guck dir das an. Guck dir das an. Die November. Machen nicht mal halt vor der Polizeiwache. Direkt vor der Polizeiwache Sachen zu klauen. Leute! Ich hasse Polizeieinsätze. Hast du schon mal gesagt? Irgendwann? In meiner gesamten YouTube-Laufbahn? Ich glaube nicht. Schon unterwegs. Komm. Hol ihn dir. Hol ihn dir! November. Aufs Maul, Alter! Aufs Maul! Ich werde hier gleich aggressiv. Vergiss es, du wirfst hier nichts. Was hast du denn vor? Hör doch auf! Hörst du auf? Hör auf, dich mit mir zu prügeln, Alter! Bestätige. Komm, geh weg. Du hast deine Waffe draußen. Nimm den fest. Nimm sie doch jetzt. Ja, Boxi. Knüppel sie weg. Was gibt's? Prügeln die sich denn da? Jawohl. Na endlich, es geht doch. Wieso so viel Widerstand? Oh, Mensch. Mensch ins Kindes. Leute. Du kannst echt nicht mehr durch die Straßen gehen hier. So, jetzt hilft ihm mal. Braucht bestimmt einen Notarzt. Oh Mann, das ist auch noch ein kleines Kind. Leck mich in der Tasche. Wieso? Ich muss mal unbedingt in der Einsatzwahrscheinlichkeit die Polizeieinsätze. Patz, auf Null. Auf Null. Ich hasse Polizeieinsätze. Mindestens diese hier mit. Traf Täter. Alter, regen die mich auf. Ja, komm her, ich fange nicht ab. Ja? Jawohl. Zack, nimm den fest. Siehst, guck mal, wie einfach das geht. Guck mal, da ist auch eine. Na, jetzt ist der schon auf dem Weg. Ist egal. Einmal hier hin, bitte. Schon unterwegs. Also zweimal drücken wir, sonst ist er ohne Martin Horn unterwegs. Ja? So, du kannst schon mal die Trage holen. Ah, so, wie lange nehmen wir denn jetzt schon auf? Gute Frage. So, circa fast eine halbe Stunde, irgendwie so in dem Dreh.
Klar, wir machen noch 5 Minuten und dann schau das für diese erfolgreiche Jubiläumsfolge, diese wunderschöne Anton-Mark-Polizeieinsätze-Folge auch denn gewesen sein, würde ich fast behaupten. Und außerdem kommt sie, wenn es, wie spät ist das? 17.53 Uhr, um circa 18.50 Uhr muss ich los. Willst du mich eigentlich verarschen, Emergency 4? Ich hab schon 1000 Mal gesagt, ich mag Polizeieinsätze nicht. Und was macht Emergency 4? Hier ist ein Polizeieinsatz! Hier ist ein Polizeieinsatz! Hier ist ein Polizeieinsatz! Romeo! Alter, nee! Regt mich auf! Regt mich das auf! Aber Anton, ganz entspannt, das geht alles auf deine Nieren. Oder zumindest aufs Herz. Oder aufs Gemüt. Oder immer rauf. Irgendwo geht das schon rauf. Guck mal, da oben hat er jetzt wieder einen umgeboxt. So, zack, Knarre raus und nimm den fest. Auf dem Weg. Sie ist feige Sau, Alter. Will sich nicht mal mit mir prügeln. Fahrzeug. Was ist denn das für ein Feigling? So, weg damit. Hinter Gittern gehörst du. Hinter Gittern. So, Route 1. Route 2. Route 3. Status 2. Uniform. Route 1. Noch irgendwo einstehen? Da ist das geil. Ja, passt so. Hallo, Status 2? Geht nicht? Ja, steig mal aus. Status 2. Fahr nach Haus. Hallo. Schon unterwegs. Ja gut. Dann halt nicht. Biber 23, wer ist denn der? Fahrzeug 31. Biber 23, wer ist denn das? Bin unterwegs. Ah, ich könnte den Poller auch runter machen, glaube ich, ne? Ist ja geil. Diese ganzen Features, ich werde es nie begreifen. Mitgemacht. So, du einmal bitte. Fahrzeug 22. War klar. Es war so logisch. Wieso? Das wusste ich doch schon vorher. Wieso frage ich überhaupt? Stell ich mal vor den. Mach mal den halt nochmal auf. Nochmal ein bisschen blau an und ein bisschen Warnblinklicht. Damit man auch sieht, dass hier Gaffer Unlock. Ich nenne das jetzt Gaffer Unlock-Dings. So, Blaulicht. Was gibt's? Blaulicht lockt Gaffer an, glaubt mir. Hier läuft eine Mücke auf. Was bist du denn für eine scheiß Mücke? Läuft hier eine Mücke auf meinem scheiß Popschutz rum? Ah, Leute. Das macht mich. Die ganzen Polizeieinsätze machen mich hier noch. Ganz wahnsinnig. Ganz wahnsinnig. Er stellt Kommentar los. Steigt mal da. Wieso? Auf dem Weg. Wieso? Warum sind die von hier oben? Warum ruckelt das jetzt so? Ja, Fahrzeug 31. Warum ruckelt das jetzt so? Alter. Ja, bestätige. Der sagt mir, Anton, hör bloß auf. Nein, nein. Bitte kein Waldbrand. Wo ist er? Nimm ihn fest. Jetzt. Perfekt. Brauchen wir noch einen Rettungswagen, bitte? Ein Rettungswagen zur Einsatzstelle. Wir haben ein verletztes Kind. Was? Ein Kind? Das geht ja gar nicht. Ja, auf dem Weg. So, Rinder. Ja. So. Gewaltverbrechen. Wird jetzt abgearbeitet. Fahrzeug 22. Ab ins KH mit dir. Gewaltverbrechen, Randaliere wird abgearbeitet. Amoklauf wird abgearbeitet. Höre auf dem Weg. Und weg damit. Ach so, ich verstehe. Da sind die falschen Polizisten drin. Haha. Jetzt kommt da die Originalbesatzung rein. Dann seid ihr jetzt die Pools. Hä? Ja gut, das ist natürlich... Warte mal, ich brauche mal kurz die Debug-Leitstelle. Fahrzeug 9. Debug. Und jetzt müsste es... ohne Probleme klappen. Sehr schön. Ja?
Dann komm, Kiwi. Zack. Los geht's. Ja? Du parkst mal einmal dein Auto richtig schön. Und zwar hier genau auf den Hydranten, bitte. Dankeschön. Dankeschön. So, abgearbeitet. Sehr schön. Ja? Ich glaube, ich höre Menschen reden. Oh Gott. Ja? Um Gottes Willen. Ist in Arbeit. Was macht denn mein Nachbar da, dass es so hämmert hier? Ach ja, ja, der baut wieder an seine Terrasse, glaube ich. Ach ja, nicht so wild. So, juck. Dann beenden wir jetzt diesen Einsatz noch und dann soll das für die Notarztbegleitung. War ja wieder mal klar. Wenn Anton Lust hat... Na gut, dann nehmen wir den auch noch mit. Ich habe aber gerade keinen Rettungsdienst da. Die brauchen ein bisschen länger. 18. Müsste passen, 18, ne? Nein, die beiden. 23 zur Basis. Ihr fahrt auch von... auf dem Parkplatz an, weil dann können wir hier hinten lang laufen. Hier, da, und dann... Wo ist der überhaupt? Liegt der unter dem Dach? Oh, so ein Scheiß. Da liegt der. So. Aussteigen. Bleibt direkt im Kreuzungsbereich stehen, meinetwegen. Und dann hier so. Ab ins KH. Aber mach mal so und ab ins KH. Oh! Höre, schon unterwegs. Nein, warte auf mir! Auf dem Weg. Nein! Ja. So ein Scheiß. Fahrzeug 9. Die Backleitstelle. Einmal die Backen. Danke. Das Auto lasse ich jetzt da stehen. Ist mir egal. So, 23, ja, stellt euch noch dicht den nebeneinander. Absitzen. Fahrzeug kehrt zurück zur Bar 23. Perfekt rückwärts. Naja, so halbwegs. Ja? Perfekt rückwärts eingepackt. Ah, es sah eben echt so aus, als wenn er perfekt rückwärts einpackt. Oh, Akkuladung 15%. Schön, dass mein Handy mir sowas auch mal sagt. So, dem da helfen du mir jetzt erstmal tun. Hol sie in den Trage und du packst die Autos richtig. So ungeil, Leute. Hey, ich darf den RTW tragen. Was gibt's? Ja, du darfst den RTW durch die Gegend tragen. So, und ich wollte nach dem vorherigen Einsatz schon Feier machen. Ich komme wieder nicht dazu. Apropos, das hier ist eine extra lange Folge, ne? Wie ihr bestimmt schon mitgekriegt habt. Hashtag Jubiläum. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Ja, du bewachst den RTW. Den RTW. Ja, das war wieder die falsche Tasse. Schneller! Der stirbt gerade! Lauf! Notarzt! Oh, ich hab ihn geschafft! Ich hab's geschafft, Leute! Zur Feier des Tages noch eine eine erfolgreiche Reanimation, ne? Geil! Achso, ich könnte ja an sich, um es dazu zu bringen, dass ich... Fahrzeug 9. Einsatz, Stopp. Somit ist nach diesem Einsatz wirklich Stopp. Ja? Ist in Arbeit. Dann werde ich kurz zur Feuerwehr gehen und danach werde ich nochmal aufnehmen. So. Hashtag Jubiläum. Jubeljahre. Tam. So. Ah, ich drücke immer auf Plus anstatt auf die 3. Mit 3, mit 1, 2, 3 steuert ihr ja hier das hier. Die Zeit immer Time Forward, ne? Und mit Plus und Minus machst du das hier. Weißt du? Und nicht mit Plus so schneller, sondern ja so dichter. Höre. Egal wie dicht du bist. Goethe war Dichter. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Uiuiui, Anton. Zack. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Nein, hörst du auf. Ha. So, dann warten wir jetzt, bis der abgeschlossen ist. Apoplexie. Schlaganfall. Apoplex. Der gute Schlag. Naja. Anton, so eine Witze, spar dir bitte.
Meine Witze werden immer schlechter. Weißt du das eigentlich? Die wird jetzt hier ins Schlaganfallzentrum gebracht. Wo auch immer das ist. Wo fahren die hin? Jetzt links. Ja, guck mal. So. Und ich verabschiede mich mit. Oh. Auf Wiedersehen, meine lieben Freunde. Ah, liked dieses Video, wenn ihr Abonnent seid. Wenn nicht, dann liked es auch. Und abonniert den Kanal. Könnt ihr auch auf Facebook mal vorbeigucken. Da seht ihr immer, wenn eine Folge rauskommt. Bei Twitter auch. Cool, ne? Na gut. Haut rein. Es war mir eine Ehre für euch, ein Video gemacht zu haben, nach über einer Woche, dass nichts kam. Ja, ich habe auch jeden Tag ein schlechtes Gewissen. So, oh, eigentlich müsstest du aufnehmen, aber... Naja, ist ja auch egal. Haut rein, meine lieben Freunde. Ich hoffe, die Folge gefällt euch halbwegs gut. Und dann haut rein. Tschüssi. Oh, ich hält. Oh, ich hält. Er muss so über Taskmanager geschlossen werden.